Plötzlich und unerwartet, das hört und liest man ständig. Ist das tatsächlich Todesursache Nummer 1? Und was zeigt das Horoskop von Lisa Marie Presley zu diesem Thema? Bevor wir in dieses höchst brisante Thema einsteigen, möchte ich mich gerne bedanken bei euch für die vielen Likes und Kommentare beim letzten Video. Und nach diesen Prognosevideos der letzten Zeit möchte ich heute mal wieder eine Deutung eines persönlichen Horoskops machen und der Zeitqualität entsprechend über eine Person aus der Öffentlichkeit, in diesem Fall Lisa Marie Presley, die ja vor kurzem verstorben ist. Die Themen Leben und Tod sind in den letzten Jahren ja auch von den Medien ziemlich gepusht worden, was nicht grundsätzlich schlecht ist, denn wir haben dann immer die Möglichkeit und die Chance, uns zu überlegen, was bedeutet das für uns? Wie sieht es mit meinem Leben aus? Was bedeutet Leben für mich? Was bedeutet der Tod? Das sind große Fragen, philosophische Fragen beinahe. Das Horoskop hilft sehr gut, hier Antworten zu finden, denn es ist ja individuell der Zeitpunkt, zu dem jemand geboren ist. Und wenn wir das aus einer höheren Sicht sehen, und dazu möchte ich dich auch gerne einladen, so können wir Ursache und Wirkung sehr gut herauslesen. Und dieses plötzlich und unerwartet taucht ja nicht einfach so auf, sondern wird jetzt auch von den Medien irrsinnig befeuert. Es sind immer verschiedene Sichtweisen oder Perspektiven, die wir darauf haben können. Diese Todesfälle, die jetzt aufploppen, die auch Menschen betreffen in jüngeren Jahren, wo von einer Übersterblichkeit auch die Rede ist. Die eine Sichtweise ist so, dass diese Menschen einfach so aus nicht ersichtlichen Gründen aus dem Leben scheiden. Man kann nichts nachweisen an Symptomatik oder die Todesursache. Die Menschen sind auch nicht so alt, dass man sagen könnte, die Zeit wäre abgelaufen. Es gibt keine oder wenig Vorerkrankungen. Ganz egal, jedenfalls lässt sich diese Todesursache nur mit diesem plötzlich und unerwartet beschreiben und man belässt es dabei und sagt, ja, das ist eben in diesem einen Fall so und in diesem anderen Fall auch. Dann gibt es die andere Sichtweise, die darauf schaut und sagt, ja, das hat jetzt einen Zusammenhang mit diesen Stoffen, die so sehr beworben wurden seit 2020, die sich manche einverleibt haben, mehr oder weniger freiwillig. Und wenn wir uns jetzt überlegen, aus ganzheitlicher Sicht, was macht es mit den Menschen? Die einen haben sich dagegen entschieden und haben diese Stoffe nicht in sich aufgenommen und die anderen haben sich dafür entschieden, sei es aus beruflichen Gründen oder von der Familie unter Druck gesetzt oder nicht nachgedacht drüber oder warum auch immer. Aus einer Angst heraus und verstehen jetzt allmählich, dass das vielleicht nicht die beste Idee war, weil jede Ursache eine Wirkung hat. Wie mögen sich diese Menschen nun fühlen, wenn das jetzt ständig wieder befeuert wird, diese Angst, dass diese Maßnahme den Tod zur Folge haben könnte? Auch dieser Druck ist alles andere als gesund. Und was soll man machen, wann es eben schon gemacht worden ist? Man kann immer nur vom Jetzt ausgehen, egal um welches Thema es geht, und im Jetzt etwas ändern. Es geht ja nicht nur um diese Stoffe, sondern es geht ja auch um einen Lebensstil zum Beispiel. Es geht darum, wie mit dem eigenen Körper, dem eigenen Geist, der Gesundheit, ob physisch oder psychisch umgegangen worden ist. Es soll jetzt nicht die eine Angst und der eine Druck durch die andere Angst und den anderen Druck ausgetauscht werden. So sehe ich das zumindest. Es gibt eben diese beiden Gruppen von Menschen und jeder hat seine Entscheidung getroffen und lebt nun mit dieser Entscheidung. Ich möchte euch heute das Horoskop von Lisa Marie Presley zeigen, weil auch hier diese Headline plötzlich und unerwartet dabei stand. Man könnte wieder den Eindruck bekommen, es hat mit diesen Stoffen zu tun. Kann sein, wir wissen es nicht. Kann aber auch sein, dass es andere Gründe hat. Und das Horoskop zeigt sehr gut die Konstitution eines Menschen, weil wie immer gibt es Menschen, die vertragen etwas gut und andere überhaupt nicht. Was den einen extrem schadet, ist bei den anderen kaum merkbar. Das gibt es ja immer wieder. Und natürlich ist es von einer grundsätzlichen Überlegung nicht gut, Stoffe zu sich zu nehmen, die nicht natürlich sind. Und das Thema könnten wir natürlich ausweiten, auch
auf Ernährung oder auf Substanzen, die eingenommen werden. Was zum Beispiel einige Menschen betrifft, die in der Öffentlichkeit stehen, weil da sehr oft zu Drogen gegriffen wird, zu Stoffen, die eben auch nicht in Übermaßen in den Körper gehören und schon gar nicht regelmäßig, aber was wiederum einen Grund hat. Das heißt, diese Ursache und diese Wirkung nachzuvollziehen mittels Horoskop, das kann man sehr gut. Denn was macht jemand, der zum Beispiel suchtgefährdet ist oder sich in einer Situation wiederfindet, die nicht gesund ist? Wie kann der das umstellen? Das Horoskop zeigt Lösungswege dazu. Denn es mag sein, dass es für einen Zeitraum der einzig gangbare Weg ist, für diesen Menschen das zu machen. Oder jemand kommt drauf, er hat Raubbau getrieben an seinem Körper, durch welche Aktionen auch immer, durch zu viel Arbeiten, durch zu wenig Bewegung, durch eben diese oder jene Stoffe, auch durch negative Gedanken. Nicht nur das Physische, was wir zu uns nehmen als Stoff, hat eine Auswirkung, sondern natürlich auch die Gedanken. Und daher ist es so wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit des Zeitenwandels nochmal drüber reflektieren. Ich denke mir auch immer, im Außen zeigt es uns wirklich auf, welche Themen anstehen, und jeder kann, wenn er möchte, das aufgreifen und bei sich selbst einmal anfangen und schauen, was könnte ich denn als Hinweis nehmen, auch in die Dankbarkeit zu gehen, zum Beispiel eben nicht suchtgefährdet zu sein oder nicht gewisse Dinge getan zu haben, die jetzt ihre Auswirkung haben. Und andererseits zu schauen, was könnte man optimieren, was könnte man verbessern im Sinne des eigenen Lebens. Das ist ganz wichtig. Jeder Mensch ist individuell und jeder braucht etwas anderes. Und das wollte ich einfach vorab klarstellen. Es soll keine Wertung sein, es soll keine Schuld gegeben werden, wem auch immer. Denn jeder trägt für sich selbst die Verantwortung. Auch wenn man scheinbar in einer Zwangslage ist und aus dem heraus etwas Bestimmtes tut oder nicht tut, auch das ist eine Entscheidung. Und es gibt immer verschiedene Wege. Das Schwierigste ist meistens, dass man eben heraussteigt aus dem, was man bisher gewohnt ist und wirklich etwas ganz anderes macht. Das können manche nicht oder nicht so gut, verbleiben in dem ungesunden Milieu und machen dann eigentlich Schadensbegrenzung, wobei manchmal dann der Schaden auch noch trotzdem weiter größer wird. Also, ich möchte von dem Schuldbegriff weg hin zu Ursache und Wirkung. Alles, was wir tun oder nicht tun, hat eine Auswirkung. Und dann braucht es auch keine Angst, keine Panikmache, keine Schuldzuweisungen, sondern wir gehen in die Selbstverantwortung. Jeder Körper ist auch anders. Und wenn wir in das Bewusstsein wieder gehen und das ganzheitlich ansehen, dann ist auch diese Angst vor dem Tod, diese große Angst, nicht mehr notwendig. Denn es ist schon was Wahres dran, wenn man sagt, wenn man riesengroße Angst hat vor dem Tod, dann hat man nicht gelebt. Es ist es einmal wert, darüber nachzudenken, was macht das Leben aus, den Spieß umzudrehen. Nicht ständig daran zu denken, ob ich sterbe, das ist eh fix. Also das hat noch niemand geschafft, dass es nicht passiert ist. Aber wann sterbe ich und wie sterbe ich? Manche sagen, sie haben keine Angst vor dem Tod, aber vor dem Sterben. Wie auch immer, das umzudrehen und zu sagen, und was ist mit dem Leben, denn das kommt dann eigentlich noch davor. Vor dem Tod und vor dem Sterben kommt noch das Leben. Sollte es diese Reihenfolge haben, wir wissen ja nicht, wie es danach weitergeht. Das sehen wir dann. Aus unserer jetzigen Sicht ist es so, dass wir auf dieser Erde sind, um zu leben. Jeder hat einen anderen Auftrag. Jeden erfüllt auch etwas anderes. Wir sind so konditioniert auf das zu machen, was alle machen, weil es einfacher ist, wenn man alle über einen Kamm schert. Aber jetzt, genau jetzt in der Luftepoche, ist die große Chance zu erkennen, jeder ist ein Individuum, jeder hat andere Bedürfnisse, jeder Körper, jeder Geist, jede Seele, und danach zu handeln. Wir sehen uns jetzt an, was hätte Lisa Marie Presley gebraucht oder welche Aufgaben hat sie durch ihr Horoskop gestellt bekommen, welche hat sie erfüllt, welche höchstwahrscheinlich nicht. Und es ist wiederum nicht wertend, der Astrologie ist es egal, ob es so oder so gelebt wird. Und so kann man sich diese verschiedenen Ebenen ansehen. Also siehst, Löwe Aszendent, es ist ein Mensch, der gern nach außen tritt, der auftritt, der im Rampenlicht steht, der wichtig ist, der natürliche Chef. Und die Sonne, die dazugehört, steht im 7. Haus, möchte sich in der Gruppe, in der Gemeinschaft nach außen hin präsentieren noch einmal. Also nicht nur für den kleinen Rahmen, sondern wirklich gut nach außen gehen und sich da zu präsentieren.
Die Sonne steht im Zeichen Wassermann und das möchte sie auf eine unkonventionelle Art und Weise machen. Sie möchte ein Individuum sein, sie möchte einfach wirklich was ganz Eigenes sein. Und da ist diese Familie, in die sie hineingeboren wurde, natürlich eine Herausforderung. Wir können es nicht wissen, weil wir nicht in der Lage sind, aber man kann sich schon vorstellen, wenn man jetzt als Kind auf die Welt kommt von einer Weltberühmtheit, Elvis Presley, und die Frau seiner Träume dazu. Und da entsteht ein Kind, das an dieses Kind eine große Erwartung herangetragen wird. Dieses Kind steht vom ersten Tag seiner Geburt an, in der Öffentlichkeit, mehr oder weniger im Rampenlicht, auch wenn die Paparazzi abgehalten werden, aber trotzdem, man ist immer ein Point of Interest, also die Leute sind interessiert daran, wie sich das Kind entwickelt, wie die Eltern miteinander umgehen und so weiter. Und sie hat ja dann die Liebe zur Musik entdeckt, ist natürlich schwierig, wenn der Vater Weltruhm hat, sich da abzugrenzen von dem und nicht verglichen zu werden. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir sehen hier die Liebe, die zweimal gedämpft ist, sagen wir mal so, und einmal eine großartige Erweiterung hat. Hier die Venus im Steinbock ist so dieses Prinzip und auch die Venus an der Spitze des sechsten Hauses, hart zu arbeiten für das, was man liebt oder das, was man gerne macht. Hier diese Struktur dabei und immer das Gefühl, man muss härter dran arbeiten als andere. Und auch hier dieses Quadrat zu Saturn sagt noch einmal das gleiche Prinzip aus Venus, Saturn, Venus, Steinbock. Es gibt im Außen immer wieder Blockaden, Grenzen und man muss sich bemühen. Auf der anderen Seite haben wir hier einen wunderschönen Aspekt, Jupiter-Venus, viele Möglichkeiten eben speziell aus dem Vollen zu schöpfen im finanziellen Bereich, steht alles zur Verfügung. Man könnte diese Talente wunderbar ausleben, doch sobald man eben nach außen geht, ist es schwierig, das weiterzuentwickeln und zu erweitern, weil scheinbar diese Grenze da ist. Und das betrifft auch ihre Beziehungen und ihr Frausein, immer das Gefühl zu haben, ganz viel Liebe verströmen und verschenken zu wollen, aber zum anderen sich immer wieder einschränken zu müssen, weil eben alle auf sie blicken, auf sie schauen. Und sie hatte ja auch schwierige Partnerschaften beziehungsweise 4 Ehen, die sie eingegangen ist und wo sie auch nicht ihr Zuhause gefunden haben. Bei dem Gefühl sind wir hier mit Mond, dieses Zuhause sein, du siehst den Mond hier im 8. Haus, gemeinsam mit 2 anderen Planeten. Das 8. Haus ist prädestiniert dafür, diese Eigenschaften, die dafür stehen, den anderen zu überlassen, also sich zu sehr nach anderen zu richten, in dem, was sie fühlt, ihre Bedürfnisse nach den anderen zu richten, noch dazu im Zeichen Fische, wo sie sehr fühlig ist, sehr viel spürt. Und das ist natürlich schwierig für jemanden, der so sehr im Außen steht, im Rampenlicht steht. Dann sind diese Anforderungen, die andere an einen stellen, noch schwerwiegender. Die müssen nicht einmal wörtlich ausgedrückt werden, sondern sie spürt und sie fühlt das. Noch dazu hier mit Mond Pluto, ein Mutterthema, und Mond Neptun, zweimal auf verschiedene Art und Weise, und mit Mond im 8. Haus ist noch einmal Mond Pluto, weil 8. Haus zum Skorpion gehört, und mit Mond Fische noch einmal Mond Neptun. Sie hat also diese beiden Aspekte, die hier als Linien angezeigt werden, doppelt im Horoskop, und dadurch wirkt das Ganze noch stärker. Dieses ewige Vergleichen mit der Mutter oder mit anderen Frauen hier ist eine schwierige Position, immer dieser Druck, den sie fühlt von Frauen oder auch dann umgekehrt von ihren Töchtern. Und sie hatte ja nur einen Sohn und zudem hatte sie eine besondere Beziehung, zu dem kommen wir gleich. Aber hier dieses weibliche Element ist sehr schwierig, wenn sie sich dieser Hintergründe nicht bewusst wird. Denn wie können wir Mond-Pluto-Themen oder Mond im 8. Haus, wie können wir solche versteckten Themen aufarbeiten? Diesen Pluto kannst du immer entwickeln durch Bewusstwerdung. Durch dieses Tal, durch diesen Brunnen zu gehen, um herauszufinden, was dahinter steht. Und diese Weiblichkeitsthemen mit Pluto
haben immer auch mit den Ahnen, mit der Vorgeschichte der Familie zu tun. Und das gehört aufgearbeitet. Das wäre ganz, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Und dann könnte sie ihren Mond befreien, mehr in die Fühligkeit, in das hineinzugehen. Was sie gemacht hat, und das ist einfach wiederum eine andere Ebene, aber nicht wertend, dieses Mond-Neptun oder auch Neptun im vierten Haus bedeutet auch Mond-Neptun. Hier Neptun im Zeichen Skorpion bedeutet wiederum die Pluto-Qualität, die wir hier haben. Also du siehst, es wiederholt sich immer wieder. Und wenn Wiederholungen im Horoskop aufgefunden werden, dann sind es sehr, sehr wichtige Themen. Und dieses Thema hat sie so gelöst durch Drogen. Der Neptun sind die Drogen zum Beispiel, da hat sie einen guten Zugang. Dieses Gefühl, das sie hat, anders wahrzunehmen oder sich das in diesem Zustand dann zu erlauben, was eben in einem Zustand, in dem sie ganz klar ist, für sie nicht aushaltbar ist, weil sie nicht in die Geschichte hineingeht, nicht die Hintergründe beleuchtet. Und dann ist es an der Oberfläche einfach der Neptun immer eine Suche und kann zur Sucht werden. Wenn dieser Neptun nicht ins Fließen kommt, weil eben auch hier dieser Pluto auf dem Mond ist, dann wird auch dieser Neptun zum Pluto und das Ganze zur Sucht und zum Zwang. Und damit ist es nicht mehr möglich, das Fühlen zu definieren und es abzugrenzen, was sind die eigenen Gefühle und was sind die Gefühle der anderen. Und dann ist es wirklich sehr schwierig, wenn man sich in diesem Durcheinander und in diesem Chaos befindet. Und dann mag es aus der Sicht der Horoskopeignerin einfacher sein, sich diesem Rausch hinzugeben, sich da auf gleich zu schalten, da auf irgendeiner Welle zu reiten und nichts tun zu müssen. Also das weibliche Prinzip ist hier verletzt und es war ja offensichtlich nicht möglich, das besser umzusetzen. Und jetzt kommen wir zur Sonne. Es ist ja ein Herzthema, das bei ihr diagnostiziert wurde. Warum auch immer, wir haben am Anfang gesprochen von Ursache und Wirkung, waren eben Medikamente oder viele Drogen oder so eingenommen werden im Laufe der Zeit. Natürlich ist das nicht das Beste fürs Herz. Jetzt einmal ohne Mediziner zu sein, kann man ja das aus dem Hausverstand heraus feststellen. Und mit Sonne Wassermann ist Sonne Uranus hier am Werk. Damit, wenn es ums Herz geht, geht es um den Herzrhythmus und hier mit der Sonne in Verbindung mit Saturn auch hier wieder eine Blockade des Herzens. Und sie hatte mit ihrem Sohn eine besondere Beziehung. Was ich so gelesen habe, dürfte die beiden auch verbunden haben. Dieser Griff zu den Drogen, dieses Abtauchen in andere Ebenen, um diese Depression auszuhalten oder auf eine andere Ebene zu bringen. Und sie selbst hat die Veranlagung zur depressiven Verstimmung. Und auf dieser Ebene haben beide sich verstanden. Und er ist dann durch Suizid aus dem Leben geschieden 2020. Und das hat ihr natürlich dann den Rest gegeben. Sie hat quasi keine Verbündeten mehr. Und sie hat zwar noch drei andere Kinder, das sind weiblich, aber eben dieses weibliche Prinzip hier als Schwierigkeit angelegt. Ihr Lebensziel wäre es gewesen, ja wirklich sich durchzusetzen und neu beginnen, wo im achten Haus, in diesem krisenbesetzten Haus, wirklich den eigenen Weg zu finden, den eigenen Weg zu gehen. Auch im Rückzug, in der Stille, nicht immer in der Öffentlichkeit. Sehen wir uns die Umstände ihres Todes an, also die Transite vom Todestag und der Todesstunde. Es kann jemand unter angenehmen Aspekten sterben oder unter unangenehmen. Für die Hinterbliebenen ist es natürlich meistens sehr, sehr schwierig, aber für den Betroffenen selbst kann es ganz anders erlebt werden. Es gibt meist Langsamläufer, die schon längere Zeit eine bestimmte Position einnehmen und das ist wie ein Hintergrund. Und im Vordergrund kommen dann die Schnellläufer dazu, die dann dieses auslösende Moment sind, die dann dieses Ereignis festsetzen. Als Hintergrund sehen wir hier Uranus punktgenau auf der Lilith, dieser Schatten in der Außenwirkung, dieser blinde Fleck für die eigenen Talente und für die eigenen Fähigkeiten. Der Uranus bringt hier eine Veränderung oder es sollte hier ein Richtungswechsel stattfinden. Und als zweite Kulisse im Hintergrund Neptun im achten Haus, die Lebenssubstanzachse, genau auf dem Pluto. Auch hier wieder der Hinweis,
das eigene Leben zu leben, wirklich den eigenen Weg zu finden. Hier sollte sich etwas auflösen. Das wären die Möglichkeiten. Und was hinzukommt, ist, was die Sonne betrifft, also das Herz, wo die Venus gerade genau hier auf der Sonne ist, an diesem Tag ein schönes Ereignis, ein befreiendes Ereignis mit Wassermann. Auch die Wiedervereinigung in Liebe mit ihrem Vater Sonne und mit ihrem Sohn. Die Sonne im Transit zeigt hier eine harmonische Verbindung zum Mond und zum Pluto. Also diese Thematik, die im Grundhoroskop als Spannung angelegt ist, die in Harmonie aufzulösen. Das Licht, das Lebenslicht zum Mutterdasein oder auch zu ihrer Mutter und zu diesen Fremdbestimmungen, in die diese Frauen eingetaucht sind. Denn Elvis hat ja die Mutter von Lisa Marie auch eher formen wollen. Sie ist sehr jung kennengelernt und sie hat sich ihm sehr unterordnen müssen. Das ist eine Auslösungsmöglichkeit von diesem Aspekt. Also das hier löst sich hier im Lichte des Todes, auch wenn es jetzt sich etwas komisch anhört, in Wohlgefallen auf. Und als schnellster, schnell laufender Planet der Mond direkt in der Todesstunde auf dem Uranus wirklich plötzlich, ob unerwartet sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ein plötzlicher Abgang von dieser Welt, der die Seele ganz spontan nach Hause ruft. Und was können wir uns mitnehmen aus diesem Horoskop? Dieses Horoskop ist höchst interessant und enthält noch viele Informationen, aber für unser Thema jetzt ist es plötzlich und unerwartet. Was können wir uns mitnehmen? Es ist nicht plötzlich und unerwartet, egal in welche Richtung jetzt ausgelegt, denn es hat alles eine Vorgeschichte, es hat alles eine Ursache und eine Wirkung, vielleicht darüber wieder mehr nachzudenken bei einem selbst und auch über das Thema Anforderungen, Meinungen der anderen, inwieweit ist man, auch wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, doch irgendwie innerlich jemanden verpflichtet oder man fühlt es vielleicht nur so, vielleicht kann man da einiges umstellen, sich nicht so sehr nach den anderen zu richten. Es geht jetzt, diese Zeit spielt wirklich für uns um Individualität, um Wendigkeit und um Spontanität, auch sich zu hinterfragen, wann habe ich das und was das Thema Herz betrifft, weil ja jetzt so viel Herzinfarkte oder Herzrhythmusstörungen oder wie auch immer, das Herz setzt einfach aus, macht nicht mehr mit, uns das mitzunehmen, wofür schlägt unser Herz? Schau dir deine Sonne an, in welchem Zeichen, in welchem Haus steht deine Sonne und welche Aspekte hat sie? Wenn du möchtest, schreib es gerne in den Kommentar. Wenn es mir möglich ist, schreibe ich gerne etwas dazu, um ein paar Beispiele, ein paar Ebenen herauszufiltern, die möglich wären, um dem Herzen zu folgen. Schau auch, wo das Zeichen Löwe bei dir steht. Im Horoskop, welches Haus ist davon betroffen? Es geht ums Leben, wieder ins Leben einzusteigen. Wir haben so viel Fremdbestimmung jetzt erfahren in letzter Zeit extremst. Und immer wenn solche Extreme sind und solche Krisen, ist unsere Chance dabei, das zu beobachten, es zu erkennen und dann zu handeln, zu tun und zu schauen. Andere sind oft der Spiegel, wir erkennen es bei anderen ja leichter. Ist ja einfacher, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Das ist ja auch okay, aber dann eben nicht dort zu bleiben und sagen, ah, der macht so, ich würde es doch so machen. Das können wir gar nicht sagen. Wir haben nicht das Leben des anderen Menschen gelebt, aber wir können sagen, wie wir es ab jetzt machen und immer mehr dem eigenen Herzen zu folgen, dem eigenen Herzen zu vertrauen und diese Lebensfreude, dieses Leben wieder zu uns zu holen. Es wurde uns ja irgendwie madig gemacht oder ist mit der Zeit verloren gegangen. Vielleicht können wir das wieder mehr aktivieren, mehr Lebensfreude, mehr Freude ins Leben holen für uns und damit auch für andere. Und vielleicht wird dann diese Welt Schritt für Schritt wirklich wieder ein besserer Ort. Was macht dir am meisten Freude? Wo blühst du am meisten auf? Das ist auch eine Frage, die du mir gerne in den Kommentaren beantworten kannst. Für die nächste Zeit habe ich noch ein paar Prognosevideos für euch vorbereitet. Es ist ja eine sehr spannende Zeit, in die wir jetzt gehen, speziell in Richtung März. Wir sehen uns wieder beim nächsten interessanten Video. Bis bald, alles Gute dir, Silvia von Astrodings.